Hey Leute, damit zurück und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mafia 3. Wir finden uns noch immer hier und versuchen ihn gerade total angestrengt irgendwo rauszulocken. Haben gerade ein bisschen Geld eingezahlt, deswegen haben wir jetzt auf 14.000 ein bisschen mehr. Ja, haben noch ein bisschen Ressourcen, wenn mal das ein oder andere schief gehen sollte. Fahr jetzt noch mal ein bisschen rum, um zu gucken, ob da irgendwas passiert. Bis jetzt war es alles sehr, ja, nicht ganz interessant. Ich habe leider auch beim Auto noch nie die richtige, oder ganz selten zumindest, den richtigen Punkt erwischt, um ihn halt da auszuschalten. Also ich finde ganz viel Polizei, aber die interessiert uns ja nun wirklich nicht. Und die fängt dann auch richtig an mit Nerven, wenn es dann so weit kommt, dass wir dann so ein kleines Disput. Und da ist es auch schon so weit. Schön, gerade davon gesprochen und jetzt kommt er oder kommen sie und keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Das hat bis jetzt auch noch nie so richtig funktioniert. Wir steigen mal aus. Und das ist natürlich eine sehr dumme Ecke. Wir finden uns jetzt im Kampf. Im Kampf. Im Kampf? Also wir finden uns im Kampf. Die steigen hier aus und ich weiß nicht, wo die herkommen. Der ist da vorne. Und die restliche Gang läuft hier rum. Okay, der mit Namen, das ist das Typ, den wir. Oh mein Gott, ich stelle mich gerade total bescheiden an. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Jetzt haben wir den am Hals, seine Kumpels. Gut, was machen wir jetzt? Machen wir kurz das hier. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei den Telefonen brauchen. Okay, ich glaube, das war ein bisschen zu spät. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch das hier. Und treffe ich überhaupt mal gar nichts? Ne, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das Riesenauto und das muss doch mal irgendwann hinhauen. Also irgendwie ist das auch wieder gerade so ein Versuch, der gerade extrem zum Vergessen ist. Weil es passiert überhaupt gar nichts. Das heißt, es passiert nichts. Aber wir. Da war der Typ, den wir erschießen müssen. Steig aus, steig. Oh, falsche Taste. Es sind so viele. Verzeihung, ich muss sagen, verkackt. What? Das ist ja einer. Ja, bitte lad nach. Oh mein Gott. Da hasse ich die Waffe, dass sie nur 7 Schuss hat und ich 5000 brauche, um die alle zu ermachen. Ach, also, es geht weiter wie im nächsten Video. Wir sind gescheitert und versuchen das Ganze nochmal erneut. Und das regt mich immer weiter auf, dass es überhaupt nicht funktioniert. Schade ist, dass ich hätte ich vorher den Bezirk gemacht und den anderen jetzt. Dann hätte ich das Ganze ein bisschen umgehen können, beziehungsweise hätte ich jetzt ein bisschen, ja, Background. Na, Background nicht. Hätte ich jetzt ein bisschen, ja, Unterstützung. Ach, vielleicht doch Background. Ach, vielleicht ein Sammel ist ein bisschen komisch. Ist egal. Hätte ich da ein bisschen Unterstützung, muss ich sagen, dann kommen wir fahren da hin und da sind unsere Homies und die machen die alle platt. Aber jetzt sind wir hier und sind wieder hier. Haben jetzt ein bisschen mehr Geld, rufen mal kurz unseren Kumpel an. Was auch noch extrem nervt die Polizei, dass die irgendwie, die ist total vollkommen sinnlos. Waffenhändler. Genau, Lieferung. Da kommt unser Kunde. Jetzt erstmal schön hell, das ist da nicht schlecht. Sehen wir vielleicht ein bisschen besser. Okay, wir brauchen. Ja, zeig mal, was du auf der hast. Ein bisschen Munition. Sprengstoff, gucken wir mal kurz. Nein, die ist voll. Die ist auch voll, aber die brauchen wir noch. Dann haben wir noch. Ist natürlich doof, dass sie gerade eben auch von allen verschiedenen Richtungen kommen. Wenn es eine Richtung wäre, dann wäre das vielleicht ein bisschen besser. Aber naja. Nein, eher nicht. Was steht da? Ach, aktiv. Und jetzt nochmal hier unser Auto und wir brauchen das hier. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward Was heißt bringen? brauchen? Es fährt sich halt für mich angenehmer, aber drin sind. Obwohl wir auch manchmal da Schaden bekommen. Ich weiß nicht warum und wieso. Und Kugelsicherung. Außer Schaden, denn sie haben ja auch nur Kolon.
wenn sie auf uns schießen. Gut, schauen wir kurz weiter. Wir könnten das Ganze mal versuchen, dass wir uns Richtung hier verlagern. Einfach mal, weil wir da in der Nähe sind und vielleicht da jemanden. Sie kommen. Mach so kurz die Musik aus, weil die nervt extremst. Fahren trotzdem mal noch da in die Richtung. Kampf ist aktiv. Och, Leute, wie viele Autos haben die denn noch? Die nerven ja vollkommen. Die sind ja echt bescheuert. Okay, ach, die da ist töten. Kannst du bitte sterben, einfach nur, weil es sich ganz gut macht. Okay. Halt. Nein, halt. Und A. Ich hab grad Ärger mit ein paar Jungs im Ward. Wow. Kumpels, helfen uns. Echt? Nein, jetzt mal ganz ehrlich, was macht er denn jetzt? Steck das mal bitte aus. Wer war das jetzt? War das jetzt der Falsche? Wer ist jetzt eigentlich gegen wen? Ich glaube, der ist gegen uns. Ich blick gerade gar nicht durch, wer gegen wen jagt. Ich suche natürlich gerade, es ist sehr, sehr viel und ich weiß gar nicht, wohin sich das Zeichen bewegt. Ach doch, es bewegt sich. Sehr schön, da ist ein Polizist, der nervt brutal und da ist der Typ, den wir erschießen müssen und irgendwie klappt es nicht. Ich kann nichts schmeißen, ich lade mal kurz nach. Ich sag doch gerade, ich heile mich gerade. Hört mir überhaupt keiner zu? Jetzt haben wir die Polizei am Hals, die total kacke ist. Dann haben wir das, was wir eigentlich wollten, passt überhaupt nicht. Wo ist denn der Typ nur hin? Ich weiß gar nicht, auf was ich jetzt schießen soll. Wir gehen nochmal ein Stückchen zurück und dass wir das Ganze mal ein bisschen auseinanderziehen. Und wir haben schon was erledigt, das ist gut. Also von der anderen Mission, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal ein bisschen mehr. Steig doch mal bitte schneller aus. Ist er jetzt tot? Ach so, okay. Oh mein Gott. Komm jetzt, ehrlich. Kleinen Moment, versuchen wir das hier. Oh, ich glaube, das geht nicht. Irgendwie haut es gerade nicht so hin. Ihr seht, die Polizei ist da, die Polizei ist weg. Da kommt die richtige Polizei und irgendwie haut es gerade nicht hin. Ich hoffe mal, dass wenn wir ein bisschen entkommen, einfach mal die das Interesse an uns verlieren. Weil... die nerven. Nicht nur ein bisschen, nein, die nerven ganz schön doller. Weg, ihr blöden Leute. Och nein, es ist wieder weg. Alter, das macht mich gerade weich. Ich könnte es gerade wirklich... Also, weiß nicht, spielt jemand von euch Mafia und ist an dieser Stelle und ist genauso angepisst vom Spiel wie ich gerade, dann darf es gerne kundtun. In die Kommentare. Einfach rein damit. Es ist... ja, halt die Fresse. Also, sie ist nicht wirklich effektiv. Sie bleibt einfach nur da stehen und macht überhaupt gar nichts. Sie sperrt mal ein bisschen dies und sperrt ein bisschen das. Da ist wieder ein Auto. Ich weiß gar nicht, warum die eigentlich Schaden macht, denn kugelsicheres Auto und so ein Scheiß. Bis jetzt hilft das nicht allzu viel. Wir müssen uns mal irgendwo ein Weichen hinstellen und da warten und warten und warten. Bis jetzt möchte ich mich eigentlich nicht so weit da wegtrauen und die nerven alle auch nur. Weil ich hoffe, dass das Ganze... jetzt haut doch mal alles ab, ja. Mal gucken, was wir hier, was wir denn rumkommen. Ja. Wir warten mal kurz hier, bis das Ganze ein bisschen abfällt. Okay, Polizei nervt nur. Wo fährt die lang? Da ist ein Haus. Ein Haus. Jetzt mal ganz ehrlich. Oh mein Gott, was ist das für ein Spiel? Heil dich, Auto. Werd gesund.
Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Wie gesagt, das dauert immer, ja, ein bisschen länger, ein bisschen weniger. Aber die verschwindet irgendwann. Jetzt fährt die wieder da lang. Und wie gerade eben, da ist ja nichts. Es ist ein Haus. Die fährt übers Haus. Schön. Wir warten noch kurz ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Denn dann können wir weiter. Ich kann es ja nochmal versuchen, das hier mit den Gefallen einzulösen. Denn da haben wir ja ein paar und. Schaffen wir die Bullenwichser in der Innenstadt vom Hals. Okay, Bullenwichser in der Innenstadt, Verzeihung für die Wortwahl, sind weg. Oh nein, wir müssen ihn wieder herauslocken. Gut, wir rufen nochmal einen Kumpel an. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Alles können wir kaufen. Alles. Das ist gut. Hier haben wir zwei. Nein. Nein. Hier haben wir zwei verbraucht. Aber das ist nicht das, sondern eigentlich das, 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 das. Und noch eine von denen. Und. Oh, ich hasse die Mission wie verrückt. Ich habe das vorher schon mal versucht mit denen. Komm, Polizei, geh weg. Hat nicht funktioniert. Und. War jetzt eigentlich auch wieder genauso sinnlos. Also allzu weit weg können wir nicht hin. Jetzt kommen sie langsam wieder an. Irgendwo kommen sie gleich hergekrochen, die kleinen Idioten von da vorne. Ich bin mir nicht sicher, wo ich mich hier hinstellen soll, denn ich kann sie einfach nicht leiden. Okay, wir machen das Ganze mal hier. Mal gucken, von wo die Idioten gerannt kommen. Das wird uns ja ganz gut angezeigt und dann können wir vielleicht ein bisschen ein paar Granaten schmeißen. Einfach nur sie zu erledigen. Muss ja nicht ganz so. Okay. Wo fährt er jetzt wieder hin? Alter, von hinten kommen sie. Und schön, wie ich überhaupt gar nichts getroffen habe. Was sagt der? Okay, der ist auch tot. Aber sie kommen von überall an und das nervt total. Fahr doch mal bitte Auto und heil dich. Heilung. Schießen kann ich jetzt nicht. Dummerweise kann ich nur schießen. Okay, der ist jetzt weg. Wir müssen uns noch um dir kümmern. Was heißt nur noch um dir? Und ich weiß immer noch nicht, wo die Handbremse ist. Weiß jemand, wo die Handbremse ist? Auch das gerne in die Kommentare schreiben. Ach, ich schade mir selber, wie interessant. Okay, wir heilen uns nochmal. Denn nur ein voller Linken ist ein. Ich halte alles aus, Linken. Ich weiß jetzt gar nicht, warum jetzt die Polizei eigentlich nicht aktiv ist. Was mir natürlich nicht ganz unrecht ist, denn ich habe langsam. Komm, da steigen wir mal aus und machen die nochmal. Alter! Oh mein Gott! Das war aber so fucking knapp. Ach so, befragen. Oh, das dauert. Oh mein Gott, wenn wir das mal zwischendurch schnell machen würden, das würde richtig lange dauern. So, ja, schön, nach dieser echt interessanten Verfolgungsjagd-Geschichte. Bin ich froh, dass das jetzt soweit abgeschlossen ist. Und da gab es auch einen Erfolg. Mein Name ist Lincoln Clay. Motherfucker. Okay, haben wir das geschafft? Freue mich.
Riesig. Und ja, komm. Jetzt haben wir so viel Geld verschwendet und das holen wir bestimmt alles demnächst wieder rein. Deswegen bestellen wir uns da unseren Kumpel den Waffenhändler Kannst du mir her. einen Nachschub rüberschicken zum French Wall? Bin gleich Und da. nach. Ein bisschen Nachschub zu holen. Aber da können wir ein bisschen nehmen. Geht noch. Wir haben noch keine Zeit mehr. Nachdem wir so viel Zeit an dem vergeudet haben. Na, jetzt Wow, du ja die öffne auch mal Fantasie. deine Pforten. Zeig mir mal, was du hast. Okay. Wir brauchen ein bisschen Munition. Wir brauchen ein bisschen Sprengstoff, denn da haben wir es ein oder andere verbraucht. Und dann vor allen Dingen wieder Nachschub. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Wir sehen uns. Ich hoffe, dass ihr noch so ein paar Kumpels kennt, mit denen wir uns anlegen sollen, dürfen, müssen. Denn das war gerade echt eine der beklopptesten Missionen, die ich je im Spiel gemacht habe. Gut, finde und zerstöre. Ja. Machen wir. Kein Ding. Wir kümmern. Oh, Leute. Hier war eins. Hätten wir zumindest einmal 600 sparen können. Naja, ist ja auch egal. Ist passiert, deswegen. Machen wir uns gleich weiter und die sind gleich noch ein paar in der Nähe. Also, wie ihr seht, geht noch weiter. So. Wo geht's rein? Hier rein? Ach nein, da hinten. Fahren wir nicht so weit. Bisschen blutiges Auto. Naja, komm. Reicht. Ach, da geht's hoch. Wollten vielleicht auch mal ein Dings. Eine Schrotflinte. Wenn Das jemand hört sich kommt. nicht gut an. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich laufe nur. Also ich. Was? Ich kann den Motherfucker Milton finden. Okay, egal. Ja, Straße, ihr seid im Haus. Im Haus. Damit gehe ich noch mit. Ihr schwebt Geld, ist wieder. Kann man nicht mitnehmen. Na gut, brennen wir das mal an, ihr hier. Sie schreien alle raus, aber rennen nicht weit weg. Das ist total gut. Ja, schnell. Nö, haben wir es gemacht und haben da schon wieder ein bisschen Geld bekommen. Ja, nur dezent wenig viel. Aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Machen wir erstmal das hier, weil das gefühlt näher ist. Geht's hier nach vorne geradeaus? Ach, Leute, habe ich wieder ein bisschen verfahren. Ihr seht's, ich komme nicht raus, deswegen muss ich doch zurückfahren. Und hoffentlich mache ich das nicht ganz so bescheiden, sagt er und fährt vor die Wand. Gut, dann fahren wir mal weiter zum nächsten. Machen wir das jetzt mal das eine hier hinten. Oh, ha, hab's nicht überfahren, sehr gut. Könnten eigentlich hier schon den Rest zu Fuß erledigen. Ach komm, machen wir das mal. So mal ein bisschen sportlich und betätigen uns ein bisschen. Gucken wir erstmal hier hin, denn hier sollte auch was sein. Mal gucken, wo es so nach oben geht und grundsätzlich nach hier. Nein, nicht nach hier, aber hier. Eigentlich auch ein sehr schöner Ort zum sich rumtreiben. Hier, wir schleichen gleich mal. Denn. Da ist die Gang. Ich sehe erstmal keinen, die sind wieder drin und Film. Schön. Bald total sinnlos. Okay. Geld. Weil ich nicht rum, können wir das hier verbrennen. Ich sag es zwar, aber es dauert manchmal, bis es ausführt. So. Schläft sie oder hat sie andere Probleme? Na gut, ist ja auch egal. Haben wieder ein bisschen Kohle. Ganz dezent wenig. Und suchen da mal das nächste. Jetzt finde ich das Auto wieder nicht und laufe, glaube ich, total falsch. Deswegen, nö. Nicht ganz falsch. Eigentlich, ja, kann ich damit leben. Wird langsam wieder ein bisschen mehr. Unser Betrag, unser Konto, es füllt sich langsam, ganz langsam. Letzte Mission war sehr, sehr teuer und geldintensiv. Vor allen Dingen auch sehr zeitintensiv.
Ja, ich weiß, ich stehe im Weg. Egal. Okay, wo geht's hier rein? Ach, da. Wir sind sehr im Mode. Also hier im Spiel. Okay, ich sehe gerade überhaupt nichts. Ist das wieder da oben? Was? Wo? Geht's hier hoch? Ach ja, hier geht's hoch. So, ah, nein, einer ist unten. Ist doch unten. Einer ist oben, einer ist unten. Gefällt dir, was du siehst, Süßer? Willst du mitkommen? Ich kann mal kurz mit rein, aber nur um das hier zu holen. So. Ja, haben wir das erstmal soweit. Können wir uns wieder abholen und der da unten. Na, hat er uns gesehen? Ach, das dauert manchmal so lange. So lange. Okay. Der macht uns auch keine Probleme. Okay, würde ich sagen, an der Stelle machen wir eine kleine Unterbrechung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe selbstverständlich, dass es euch gefallen hat. Dürft ihr gerne zeigen, den Daumen nach oben gebt, das Ganze kommentiert und meinen Kanal abonniert. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Einschalten. Im nächsten Video geht es weiter. Wir finden und zerstören die, ja, Filme für Erwachsene. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Coach.